Hallo alle zusammen, mein Name ist Silvio Oeser, ich bin Fotograf und Fototrainer und heute gibt es das lang ersehnte Review zur Olympus OMD EM1 X. Viel Spaß! Ihr habt euch ein Video zur Kamera gewünscht, dem komme ich natürlich sehr gern nach. Nur einen kleinen Disclaimer vorab. Die Kamera und die Objektive wurden mir von Olympus zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle und wer sich für Olympus interessiert, sollte vielleicht einfach mal im Store vorbeischauen. Die EM1 X ist das Flaggschiff aus dem Hause Olympus und macht ihrem Namen natürlich alle Ehre. Ihr habt einen Body, der aus Magnesiumlegierung besteht und zu Teilen auch aus Kunststoff. An den dementsprechenden Stellen, wo die Hand drauf passt oder wo eure Finger liegen, habt ihr eine Gummierung. Für mich als jemanden, der nicht unbedingt der größte, aber auch nicht unbedingt der kleinste Mann ist, passen drei Finger wunderbar auf den Griff. Ich kann meinen Zeigefinger wunderbar auf den Auslöser legen und kann hier hinten perfekt meine Daumen auf der Rückseite der Kamera platzieren. Die Anordnung finde ich sehr gut, die finde ich sehr gelungen und ich finde, die Kamera schmeichelt im Hochformat und auch im Querformat der Hand und fühlt sich überhaupt nicht unangenehm an. Am Body selbst gibt es natürlich eine ganze Menge Direkteinstellmöglichkeiten, wie es sich für eine Profiklasse gehört. Ich hatte auch schon früher die Nikon D800 gehabt oder die Canon 1DX und typischerweise hat man in der Profiliga dementsprechende Direkteinstelltasten. Das heißt, ihr habt Direkteinstelltasten hier für ISO, ihr könnt den Film direkt starten, ihr könnt die Belichtung dementsprechend anpassen. An der Vorderseite findet ihr vier verschiedene Function-Buttons, die ihr frei belegen könnt. Auf der Rückseite findet ihr natürlich die üblichen Verdächtigen wie Menü, Play-Button oder den Mülleimer zum Löschen. Und ihr habt natürlich eine Direkteinstelltaste für die White Balance oder auch für die Speicherkarte. Was ich sehr cool finde, ist der Joystick. Den habt ihr natürlich nicht nur im Querformat, sondern auch im Hochformat. Das ist nicht selbstverständlich, dass bei einer Kamera, wo der Hochformatgriff eingebaut ist, automatisch der Joystick auch dabei ist. Ihr habt quasi alles, was ihr hier so im Querformat findet, komplett im Hochformat der Kamera nochmal implementiert. Finde ich sehr geil und macht das Arbeiten auch sehr einfach und auch sehr flexibel, was den Alltag eines Fotografen betrifft. Hier oben findet ihr natürlich als erstes den Sucher, den finde ich sehr gelungen bei Olympus. Mein Sucher bei der Sony, wo ist sie? Hier zum Vergleich, ist okay. Olympus macht das sehr gut, da gibt es gar nichts zu meckern. Ihr habt neben vielen Function Buttons, die ich gerade erwähnt habe, auch ein Swivel Display. Das heißt, ihr könnt das nicht nur ausklappen, sondern auch zu euch drehen. Das muss jetzt nicht als Vlogger unbedingt das Feature sein, weil ich glaube, dafür nimmt man sowieso nicht diese Kamera vorrangig. Sondern, ja, wenn du dich selbst fotografieren möchtest oder zum Filmen, dazu kommen wir später. Ich finde es sehr gut, dass man das Display auf jeden Fall komplett ausklappen kann und auch in alle Richtungen drehen und neigen kann. Denn gerade auch bei Hochzeiten, wo ich viel unterwegs bin, wo ich die Olympus auch dabei hatte, gibt es oft Situationen, wo ich mich hinknien oder hinlegen muss. Mir macht das nichts, das ist mein Job, ich liebe es. Aber wenn ich mir das Leben leichter machen kann, ist es natürlich immer von Vorteil. Und schafft mir auch noch ein bisschen Flexibilität und ja, warum nicht? Ja. An der Seite findet ihr weitere Anschlussmöglichkeiten. Ihr habt zum Beispiel hier oben einen Mikrofoneingang, ihr habt einen Kopfhörereingang, ihr habt einen HDMI-Ausgang und ihr habt einen USB Type-C-Anschluss, den ihr nicht nur zum Übertragen der Fotos nehmen könnt, sondern auch zum Laden. Das finde ich sehr, sehr geil, dass ich die Kamera hinstellen kann und aufladen kann, so wie sie ist. Apropos Akku, ihr habt hier in der Seite in dem unteren Batteriegriff zwei Akkus, die von Olympus auch mit dazu geliefert werden. Ihr könnt quasi beide Akkus die ganze Zeit drin lassen, aufladen und wenn sie voll sind, loslegen. Da die Kapazität der Akkus so groß ist, ich zeige sie nochmal, sie sind ja auch recht riesig und gar nicht so klein, habt ihr eine Laufzeit, die ungefähr einer Spiegelreflexkamera auch entspricht. Also ich war den ganzen Tag damit unterwegs und hatte am Ende immer noch genug Reserve und hätte noch weiter fotografieren können. Von so her glaube ich, wenn ihr in den Urlaub fahrt und nehmt diese Kamera mit, da braucht ihr vielleicht einen Ersatzakku. Aber ich denke, ihr werdet so durch den Tag kommen, dass ihr gar keinen weiteren Akku braucht. Das war jetzt so meine Erfahrung. Wenn ihr eine andere gemacht habt, schreibt es mir gerne unter dieses Video. Nach allen Anschlussmöglichkeiten auf der linken und der unteren Seite habt ihr auf der rechten Seite einen Anschluss für eine Fernbedienung und noch einen Einschub für zwei SD-Karten.
Finde ich sehr geil. Gerade auf Hochzeiten habe ich da gern ein Backup. Das ist für mich immer Standard in der Arbeit. Und ich glaube, wer lange unterwegs ist, ist auch froh, dass er zwei Kartenfächer hat, um entweder ein Backup zu erstellen oder um auf der einen Karte die RAW-Daten zu speichern und auf der anderen die JPEG-Daten, um vielleicht im Vorfeld schneller Fotos anschauen zu können. Apropos RAW-Funktion, die Kamera hat einen Burst-Mode, wo ihr bis zu 15 Bilder pro Sekunde aufnehmen könnt im RAW-Format. Das heißt, ihr könnt quasi 100 Bilder im RAW-Format durchschießen und danach geht es doch noch recht flott weiter. Dann hat sie noch einen Silent-Mode, da könnt ihr bis zu 60 Bilder pro Sekunde schießen. Bis zu 50 Bilder, ich habe es ausprobiert, macht sie ohne Probleme und danach wird sie dann etwas langsamer. Aber wer sagt, hey, ich brauche für eine Sekunde jetzt 60 Bilder, ich muss diesen Moment festhalten, da wird mit dem Silent Mode perfekt bedient sein und wird, glaube ich, auch glücklich damit. Kommen wir zum Thema Bildqualität. In der Kamera ist ein MFT-Sensor verbaut, der mit 20 Megapixel auflöst. MFT-Sensor ist kein Vollformat und auch kein APS-C wie in dieser Canon 200D, sondern MFT ist nochmal kleiner als der APS-C-Sensor. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum wird in so einer riesigen Kamera ein so kleiner Chip eingebaut? Das frage ich mich auch. Frage an Olympus zurück, warum baut ihr kein Vollformat? Nein, es ist so, dass Olympus, was die Vorteile des MFT-Sensors angeht, hier Spitzenreiter ist. Also hier wird alles rausgeholt, was rauszuholen geht aus dem Sensor, sei es die Auflösung oder auch das Rauschverhalten. Ihr könnt hier ohne Probleme bis ISO 2000 oder 4000 fotografieren. Grundsätzlich hat Olympus das Thema ISO recht gut im Griff. Mein Fotografenkollege Erik aus dem Vogtland fotografierte sogar mit einer Olympus-Kamera die Milchstraße freihand. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Also ISO-Rauschverhalten und die Stabilisierung sind exzellent bei den Kameras. Und ich glaube, das ist auch der Riesenvorteil des kleinen Sensors. Ein großer Vorteil von MFT-Kameras ist natürlich das Packmaß, was Objektive angeht. Ich habe jetzt hier vorne dran ein 45 mm 1.2. So, schaut euch das mal an. Und das ist etwas größer als das 28er, was in der Sony dran ist. 45 mm muss man umrechnen bei einem Kropffaktor von 2,0, während das 90 mm und hier ist die Blende 1.2. Das heißt, bei 90 mm so offenblendig zu arbeiten, bedeutet, man hat wunderbares Bokeh, man kann perfekt freistellen. Also ich habe überhaupt keinen Nachteil empfunden, sondern im Gegenteil. Das war für mich wirklich mit diesem Objektiv so das Vollformat-Feeling an MFT und es hat sich überhaupt nicht angefühlt, als hätte ich einen kleineren Chip in der Kamera verbaut. Generell muss ich sagen, dass die Kamera alles andere als unprofessionell daherkommt. Also mit dieser Kamera siehst du definitiv immer aus wie ein Profi und du wirst quasi sofort in den Backstage-Bereich durchgewunken. Spaß muss sein. Ich habe euch noch zum Vergleich das 12 mm Blende 2.0 hier mitgebracht. Ihr seht also, der Größenvergleich ist eklatant. Dieses Objektiv ist so winzig, dass die Kamera dermaßen klein schon rüberkommt. Ich kann es auch mal ranmachen für euch, um euch den Vergleich auch zu zeigen. Das 12 mm an der Kamera, ich zeige es mal so im Profil. Da kannst du, glaube ich, in jede Fototasche deine Kamera packen und hast gar keine Probleme, die Kamera irgendwie unterzubringen. Und natürlich dürfen die Anmerkungen zur Kamera auch nicht fehlen. Und zwar, ich möchte es gar nicht Kritik nennen, sondern eher, was mir aufgefallen ist in meinem Alltag als Fotograf. Ich musste mich mit dem Lockschalter hier oben tatsächlich umstellen, denn ich bin es gewohnt, dass meine Lockschalter am Moduswahlrad nur reingedrückt werden müssen, sodass ich es drehen kann. Und dann ist es wieder fest gelockt. Hier muss man reindrücken, dann kann man das Moduswahlrad dementsprechend verändern und dann muss man nochmal reindrücken, dann ist es gelockt. Ich denke, das ist einfach eine Frage der Bedienung und eine Frage vor allem der Gewöhnung, bis das quasi im Stammhirn ist. Und was mich ein bisschen gestört hat, war in der Rückseite das Walrad für die Verschlusszeit. Das war etwas leichtgängig, da hätte ich mir gewünscht, dass es etwas fester geht, aber vielleicht bin das auch nur ich und mit meinen Gewohnheiten. Und du sagst dir, hey, das Walrad geht perfekt, für mich geht das sehr gut so. Jetzt gehe ich mit euch noch raus, ihr kennt das schon von mir, und da zeige ich euch noch die Movie-Funktion und da könnt ihr euch noch ein bisschen einen Eindruck von der Videoqualität der Kamera machen. Also los geht's. Und jetzt sind wir nochmal draußen, um die Videoqualität von der Kamera so ein bisschen in Augenschein zu nehmen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut erkennen, ich bin extra in den Schatten gegangen. Ja, damit ihr mich besser erkennen könnt. Also, ich glaube, diese Kombination hatte ich noch nie. So eine große Kamera, die ist ja auch recht schwer. Mit dem Aufsteckmikrofon hier oben. Das Rode, das habe ich standardmäßig fast immer auf meinen Videos mit drauf.
Von so her hoffe ich, das funktioniert und klingt auch einigermaßen ordentlich für euch. Ich filme gerade mit dem 12mm 2.0 Objektiv. Und hier draußen ist natürlich ein bisschen Umgebungsgeräusche mit Menschen, die vorbeilaufen, mal ein Auto oder so. Also all das, was man auch hat, wenn man jetzt einfach nur losgeht und mal als Vlogger oder generell ein bisschen draufhält in die Menge, wenn man was erzählen möchte. 12mm Blende 2.0, wie gesagt, jetzt zum Filmen. Das sind umgerechnet 24mm. Wenn du jetzt mit dem Standardobjektiv 24-105 unterwegs bist, dann kennst du den Look, wenn du auf 24mm gehst. So in etwa ist es auch hier am MFT-Sensor. Für mich aber eine recht gute Linse. Reicht für mich auch völlig aus, um so ein bisschen zu zeigen, was ist noch da. Es ist etwas weiter auch als mein 35mm Look, den ich sonst immer habe. Also ich finde es doch ein recht gutes Allround-Objektiv für Landschaftsaufnahmen und aber auch zum Filmen. Der Autofokus sollte mich hoffentlich ganz gut tracken. Also ich sehe immer, dass ich im Fokus bin. Klar, bei 12 bzw. 24mm, ich bin jetzt bei Blende 6.3, um auch dementsprechend nicht alles ausbrennen zu lassen. Sollte eigentlich alles im Fokus sein, die ganze Welt sollte quasi zu erkennen sein. Der Hintergrund ist etwas hell, aber ich sollte relativ gut belichtet sein. Und ich kann auch schon im Display erkennen, nicht nur was quasi im Film dann zu sehen ist, sondern auch wie gut der Weißabgleich ist. Und ich muss sagen, das macht Olympus sehr, sehr gut. Ich denke auch ähnlich wie die Lumix-Kameras habt ihr hier einen sehr, sehr guten Weißabgleich auch in den Videos. Das ist schon eine sehr geile Geschichte. Und ihr könnt natürlich hier auch im Video ein flaches Farbprofil von vornherein auswählen, um dann im Nachhinein noch mehr aus dem Video rausholen zu können. Ja, gespeichert wird das Ganze natürlich wieder auf die SD-Karten. Ich habe jetzt eine standardmäßige drin, die reicht auch für 4K. Ich glaube, da könnt ihr sogar mit etwas günstigeren Karten arbeiten, als zum Beispiel bei einer Canon 5D Mark IV. Die ist ja dann schon sehr anspruchsvoll, was 4K-Filmen angeht, und da geht dann irgendwie nicht jede Karte. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist jetzt der Look bei 45mm, das 1.2er Objektiv, das ist gerade bei Blende 6.3, wie ich es auf dem Display sehe. Und der Ton sollte viel leiser sein, weil ich weiter weg bin. Und das Bild ist natürlich jetzt ein bisschen zugeschnitten. Es ist auch noch etwas freigestellt im Hintergrund aufgrund der Brennweite. Aber an und für sich, glaube ich, ist dieses Objektiv weniger zum Filmen von Menschen geeignet. Ist ja, denn man hat einen besonderen Shot im Kopf, wenn man jetzt so ein bisschen Close-Up machen möchte oder B-Roll filmen möchte, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Aber so zum Vloggen, für meine Begriffe, völlig ungeeignet. Fürs Fotografieren natürlich sehr, sehr gut. Also mir gefällt das Footage sehr, sehr gut aus der Olympus. Und ich glaube, wenn man sagt, okay, zum Fotografieren ist zum einen, aber ich möchte auch noch viel filmen, dann ist die Kamera definitiv sehr, sehr gut geeignet. Also ich glaube, da gibt es gar keine Einschränkungen. Auch die Bildstabilisierung sollte relativ gut sein. Da hat ja Olympus als eine der wenigen Kameras am Markt wirklich einen sehr, sehr guten Bildstabilisator eingebaut. Und ich kann mich jetzt quasi hier frei bewegen und das Video ist dennoch sehr smooth und ja, ohne größere Wackler, ohne größere Verzerrer oder so im Video, sondern es sollte relativ gut sein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Einblick gegeben, was die Kamera alles kann. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen auch einen Eindruck gewonnen, was man damit so machen kann. Und ich hoffe vor allem, ihr habt ein bisschen Blut geleckt, ja, Olympus mal kennenzulernen. Vielleicht sagt ihr, hey, die Kamera, die schaue ich mir mal im Markt an. Oder es gibt auch noch andere Modelle von Olympus, die ihr vielleicht euch anschauen könnt. Geht mal rein, schaut sie euch an. Ich finde, dass sie im Videobereich sehr viele Vorteile haben, sehr, sehr viele große Vorteile sogar gegenüber Kameras, vielleicht mit APS-C-Sensor. Und beim Fotografieren natürlich genauso, wenn man dementsprechende Gläser auch hat, wie zum Beispiel das 45er Blende 1.2. Da kann man ja auch schon ordentliche, geile Porträts machen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen einen Einblick gewinnen, wie die Kamera funktioniert und was sich Olympus auch dabei gedacht hat, die Kamera so zu bauen. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es einfach unter dieses Video. Abonniert meinen Kanal natürlich. Vielen Dank dafür. Like dieses Video. Falls nicht, klickt einfach weg. Ich freue mich über jeden, der sich unter meinem Video wieder einbringt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss. Das sind jetzt die 45mm bei Blende 6.3. Klar, es ist jetzt noch etwas eigen. Die IM1 X ist das Flaggschiff aus dem Hause Olympus und sie macht ihren Namen allen, um somit einen besseren Grip herzustellen, damit sich die Kamera auch.
Ihr habt auf der Vorderseite des Buddies vier verschiedene Function Buttons, die ihr frei belegen könnt, im Quer- wie auch im Hochformat. Jetzt bin ich bei euch nochmal rausgegangen, um euch zu zeigen, wie die Videoqualität funktioniert.